7 Minute Squad Episode Nummer 5. Wir sind am Start und heute geht es natürlich wieder in die Weekend League mit unserem 7 Minute Squad. Da sprechen wir heute um Fehde Valverde in Form und dabei wünsche ich euch natürlich neben den Weekend League Picks viel Spaß. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. 7 Minute Squad Episode Nummer 5. Wir sind natürlich in der Footzentrale und ihr habt es gerade bereits gesehen, ich war noch auf meiner Transferliste. Bin gerade dabei, die spanischen Innenverteidiger zu verkaufen. Die sind leider Gottes heute bei den Marquee Matchups nicht so gestiegen wie zuletzt. Gerade bei der Champions League war das krass, da sind die auf 2k gestiegen, leider Gottes heute nur auf 1,3k, aber wenn ihr da investiert habt, habt ihr trotzdem alles richtig gemacht. Wenn ihr genau wissen wollt, wie ich aktuell trade, schaut euch gerne die Folge der Trade to Glory von gestern an, da wird auch alles beschrieben, was irgendwie mit dem Verkaufen von gerade zu tun hatte, aber darum geht's heute nicht. Heute geht's mal wieder um 7 Minute Squad, das ich bastel, und zwar um die Weekend League Rewards und natürlich Fehde Valverde Info in Form, wie ich es gerade bereits im Intro gesagt habe. Den habe ich mit 295.000 Münzen als Invest gekauft, aber ich will ihn auch in der Weekend League spielen, denn ich finde, die Karte sieht mega krank aus, hat die höchsten Ingame-Stats aller zentralen Mittelfeldspieler im Spiel, beziehungsweise nicht Ingame-Stats, sondern Card-Stats, und das ist ziemlich beeindruckend, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der sich heute spielt. Ich habe ihn bisher noch nicht ausprobiert. Dazu gibt es, wie gesagt, die Weekend-League-Picks und da steigen wir gleich rein. Ja, ist relativ underwhelming, dieses Team of the Week, aber hoffentlich kriegen wir einen krassen Spieler. Joao Felix wäre ein absolutes Träumchen, aber abwarten, ob das denn wirklich realistisch ist. Ich kann mich über jede Karte mit einem Rating von über 84 freuen, auch wenn es nicht Joao Felix ist, der natürlich die krasseste Karte in diesem Team of the Week ist, zumindest vom Preis her. Wenn es euch heute gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 200 Likes wäre der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und ihr könnt natürlich gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Ihr wisst, die Abozahlen sollen stetig wieder ein bisschen nach oben steigen. Und ihr könnt dabei unterstützen. Ihr könnt die Glocke aktivieren und kein Video mehr verpassen. Und nur so kriegt ihr es auch angezeigt, weil sonst macht die Abo-Box Faxen und ihr seht nichts. Wir steigen rein und wir gehen in die ersten Rewards. Ich bin heute auf meinem großen Fernseher unterwegs. Es wird ein 84er. Das ist völlig in Ordnung mit Kevin Volland. Da kann ich definitiv mit leben. Das wäre auch ein interessanter Spieler zusammen mit Fehde Valverde. Aber wir haben noch einen zweiten und ganz viele Spanier, wie ihr sehen könnt. Das habe ich ja gerade bereits erklärt. Die zweite Karte. Wer wird es werden? Okay, Callum Wilson, das ist ein Newcastle-Spieler. Das ist in Ordnung. Es ist immerhin Newcastle, muss man so ganz ehrlich sagen. Denn ihr wisst ja vielleicht, Newcastle, meine große Liebe. Ja, ich weiß nicht, ob große Liebe das richtige Wort ist, aber meine zweite Liebe neben 96. Dementsprechend haben wir es ziemlich spannend. Und da müssen wir uns jetzt nur noch für einen entscheiden. Aber ich würde sagen, weil Volland höher bewertet ist, nehmen wir Kevin Volland mit. Und dann gehe ich jetzt gleich, nachdem ich die beiden irgendwie einen Verein bekommen habe, ohne alle anderen mitzunehmen, in den Verein bzw. ins Team. Und dann basteln wir das Ganze zusammen. Natürlich wieder mit zufälliger Formation. 25 Stück haben sich übrigens schon verkauft, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich denke, da geht noch mehr, aber das zeigt schon mal, dass es trotzdem auch heute funktioniert hat. Nebenbei bemerkt, das heißt, das werdet ihr gestern schon gesehen haben, es war nicht hundertprozentig erfolgreich, aber auch nicht schlecht. Manche Menschen lernen auch einfach wieder nicht und müssen dann ihr Team noch auslernen, unter anderem auch... So, jetzt aber durch das Thema und wir suchen uns die Formation. Wir können ja Gott sei Dank alle spielen, weil in jeder Formation gibt es zentrale Mittelfeldspieler und eben auch Stürmer. Die große Frage ist nur, was wird es werden? Es wird das 4-5 flache 1. 4 flache 5-1. Das ist eine spannende Formation. Wir haben im Endeffekt 7 Minuten Zeit dafür. Volland alleinige Spitze, auch spannend. Los geht's, 3, 2, 1, let's go. Sehr, sehr interessant. Auch wieder eine Formation, mit der ich Probleme habe, weil ich die Links nicht hundertprozentig genau kenne. Das hatten wir ja bereits im letzten Jahr ab und zu mal, dass das mir zum Verhängnis geworden ist. Aber irgendwie muss ich wohl damit umgehen. Gegebenenfalls wechseln wir Wilson ein. Ich packe mal Arnautovic. Die Zeit nehme ich mir von der Bank runter und baller dafür Wilson da rein. Einfach, weil ich das spannend finde, dem zumindest mal, wenn wir es denn rechtzeitig schaffen, eine Chance zu geben. Bisher haben wir noch überhaupt keinen Wechsel genutzt, auch wenn wir die Gelegenheit hatten. So, zentrales Mittelfeld muss dann eben Fehde Valverde sein. Die große Frage ist, wie wir die beiden verlinken. Die offensichtliche Wahl wäre Toni Kroos, aber ihr habt es vielleicht auch gesehen, so viele Coins habe ich jetzt gerade nicht. Und jetzt geht mein Controller leer. Das ist ja unfassbar. Aber ich kann hier natürlich nicht cheaten und ich habe nicht mal den Inform im Verein. Ich muss jetzt aufstehen währenddessen. So Leute, da bin ich wieder und guess what, ich habe in der kompletten Zwischenzeit überhaupt keine Idee, wie ich das Ganze basteln soll. Ich habe die Valverde Special Card, aber ich glaube, ich habe sie auf der Transferliste, dementsprechend, ah nee, Quatsch, ich habe sie tatsächlich, glaube ich, als Stürmer. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber ich habe sie auf jeden Fall schon gekauft, macht euch da keinen Kopf drum. So, keine Ahnung, was wir jetzt machen, aber rechts packen wir auf jeden Fall erstmal Gelson Martins hin, damit wir zumindest schon mal den Stronglink zu Volland haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen ordentlichen Zeitdruck, aber ich habe zumindest eine kleine Idee, wie wir es machen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn wir allerdings noch mehr Zeit verlieren, indem ich die falschen Spielernamen eingebe, dann wird es langsam wirklich, wirklich schwierig.
Und das sollte mir nicht passieren. Ich habe ihn sogar im Verein, das ist natürlich praktisch. Okay, alles klar. Gut, wir gehen weiter. Zentrales Mittelfeld ist eben die Frage, ob wir da über Portugal gehen. Linkes Mittelfeld Deutschland wäre eine Option, wie wir irgendwo anders hinkommen. Frage ist, haben wir irgendwo zentrale Mittelfeldspieler aus Uruguay? Sie werden wir sicherlich haben. Ich denke gerade an Gorbin Gosens und dann eben in die Serie A zu gehen. Unter Hochdruck arbeite ich deutlich besser. Nandes, genau an den habe ich gedacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Karte können wir nehmen. Wir können natürlich auch Bentancur nehmen. Aber ich glaube, so fahren wir tatsächlich ein bisschen besser. Wir brauchen einen portugiesischen zentralen Mittelfeldspieler aus der Liga Santander. Aber das kriegen wir irgendwie sicherlich noch hin. Erstmal gehen wir zu Robin Gosens. Der hat ja auch ein gutes Rating dieses Jahr. Die Karte ist auch völlig in Ordnung. Dementsprechend kann man den definitiv mal einbauen. So, ist zwar eher ein Linksverteidiger als linker Mittelfeldspieler, aber das macht nichts. Und dann gehen wir mal weiter. Vielleicht nehmen wir dafür einen offensiven Außenverteidiger. Wir brauchen auf jetzt auf jeden Fall einen zentralen Mittelfeldspieler aus Portugal, aus La Liga. Dann haben wir nämlich auch Gelson Martins schon mal versorgt. Auch sehr, sehr wichtig. Liga Santander. Mir fällt gerade ad hoc keiner ein, aber das mag auch an mir liegen. Joao Felix William Carvalho. Der ist natürlich todeslangsam. Und wir haben schon einen Sechser miteinander, aber es bleibt anscheinend die einzige Option, die wir so wirklich haben. Ansonsten Felix im Mittelfeld, aber das ist jetzt nicht optimal, deswegen machen wir das Ganze mal so mit William Carvalho. Wir brauchen auf jeden Fall einen Stronglink für Fede Valverde. Die Frage ist nur, wie lösen wir das? Wir können das natürlich über Militao hier machen. Da brauchen wir einen Stronglink für Nandes. Hat Cagliari einen Linksverteidiger? Wenn Cagliari einen Linksverteidiger hat, dann bin ich relativ entspannt. Aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei diesen Vereinen hier. 3 Minuten 27 haben wir noch Zeit. So, Gottes Willen, ne? Natürlich genau das, was ich jetzt nicht brauche. Okay, sie haben absolut nichts auf dieser Position, beziehungsweise im Notfall wäre das okay, aber wir müssen Weekend League damit spielen. Das heißt, wäre schon besser, wenn das irgendwas Vernünftiges wäre. Innenverteidigung können wir natürlich auch mit José María Jiménez gehen. Das würde theoretisch funktionieren. Der spielt aber nicht in der Serie A, sondern in der La Liga. So, der hat auch eine geile Rulebreaker-Karte, aber die kann ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht leisten. Damit haben wir den Strongling für Valverde. Jetzt brauchen wir noch einen Linksverteidiger und wir brauchen einen Linksverteidiger. Das funktioniert nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall entweder mit... Wir können natürlich mit Bentancur arbeiten und dann als Linksverteidiger einen von Juve nehmen. Oder in der Serie A gucken, ob wir da vielleicht sogar einen Uruguayer haben. Gucken wir erstmal Linksverteidiger. Vielleicht, wie gesagt, wir müssen vielleicht auf Bentancur zurückgreifen. Ein Uruguayer wird es, glaube ich, nicht geben, beziehungsweise gerade keinen konkurrenzfähigen. Wir haben einen Griechen, aber das hilft mir jetzt auch nicht sonderlich gut weiter. Uruguay, schauen wir nochmal ganz kurz nach. Im Mittelfeld, vielleicht haben wir da noch eine andere Option als Alexandro dann logischerweise. Ramirez gäbe es noch, den Gaston, aber ich glaube Bentancur, Bessino. Bessino wäre auch eine Möglichkeit. Moment, das muss ich nochmal kurz evaluieren, ob die dann einen vernünftigen Linksverteidiger haben, Inter. Das ist immer so ein Faktor, den ich nicht weiß. Schlicht und ergreifend, weil ich mich mit der Serie A nicht so heftig auseinandersetze. Das ist ja Torresaufgabe. Ah, Kolarov, das ist in Ordnung. Das ist okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall Bethino im Mittelfeld anstelle von Nandes. Ich habe auch noch keine Ahnung, was das jetzt weiter bedeutet. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich weiter linken möchte. Bethino, so. Haben wir hier. Wie viel haben wir noch auf der Uhr? 1,45. Das ist ja quasi völligst entspannt. So, zack. Okay, wir brauchen jetzt einen Innenverteidiger von Real Madrid und wir brauchen jetzt Eder Militao. Eder Militao, zack, habe ich im Verein, fantastisch. Wir brauchen daneben auf jeden Fall Diego Carlos, aber der hat dann Stronglink und das geht nicht No Links Wasted auf. Das heißt, wir müssen es so rum machen. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Seht ihr, da haben wir wieder dieses Thema mit den Links. Ich werde es nicht No Links Wasted hinkriegen. Das heißt, im Zweifel muss ich es hässlich bauen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Wie ist es denn, wenn wir ihn hier wegstellen? Nehmen wir einen portugiesischen Rechtsverteidiger aus der Liga Santander. Der ist natürlich jetzt absolutes Spiel mit dem Feuer, weil ich nicht mal weiß, ob es einen gibt. Ich weiß, dass es Semedo gab, aber der ist nun mal nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob ich in der Zeit das alles noch fertig schaffe. Tavares, wie auch immer, von Deportivo Alaves. Geht hier auch noch die Kamera aus, das ist ja alles mehr als suboptimal. Aber die Frage ist jetzt auch, was bringt mir das? Ich brauche einen Brasilianer, beziehungsweise ich brauche einen... Okay, ich brauche einen Real Madrid-Spieler. Okay, das wird niemals mehr klappen. Aber ich mache es theoretisch im Kopf fertig und dann zählt das, okay? Ich schaffe es, glaube ich, nicht mehr, die Spieler alle einzusetzen. Aber... Nee, das klappt so nicht. Diego Carlos brauche ich. Quatsch, ich brauche einen Brasilianer. Wenn ich einen Brasilianer habe, einen zentralen Mittelfeldspieler, Brasilianer,
aus La Liga Santander. Dann kann ich es machen. Dann packen wir in die Innenverteidigung. Wir packen in die Innenverteidigung. Ah, fuck. Ich hab's im Kopf fertig. Glaubt ihr mir das? Verzeiht ihr mir das? Es gibt keinen. Ja, ich habe natürlich keinen im Verein. Rafinha gibt's auch nicht mehr. Okay, ich hätte einen gefunden. So ist nicht. Fernando. So. Das lasse ich jetzt nochmal durchgehen, weil ich habe ja gesagt, ich brauche irgendeinen brasilianischen Mittelfeldspieler. Es hätte zeitlich gepasst. Kolarov lassen wir jetzt natürlich drin. Wir werden einen Bronze-Innenverteidiger und einen Bronze-Keeper nehmen, was natürlich ein absoluter... Ja, es ist scheiße für die Weekend League, das kann man so ganz ehrlich mal sagen. Aber gut, müssen wir halt eben so machen. Dann ist es halt die erste Niederlage. Ich hätte jetzt einen Innenverteidiger von Inter genommen. Relativ easy. Und dann Handanovic ins Tor. Also Skriniar, ja, das ist jetzt De Vrij, reicht aber, um ein Beispiel zu zeigen. Ins Tor Handanovic und Linksverteidiger irgendjemanden aus der Serie A, dann wäre man nicht nur links wasted gewesen. Gut. Okay, dann wäre es sowieso hinfällig gewesen. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Wären wir sowieso nicht, weil hätte Valverde zwei Deadlinks gehabt. Das heißt, wir hätten... Keine Ahnung. Es ist wieder die Formation. Die ist einfach kacke. Aber gut, ist jetzt eben so. Wir haben es nicht geschafft, das fertig zu bauen in der Zeit. Das ist eben das Problem, wenn man Nolings Wasted bauen möchte und als Hybrid. Aber Kolarov und wir werden dazu einen Bronze-Innenverteidiger, einen Bronze-Torwart kaufen und mit diesem Team hier in das erste Weekend-League-Game starten. Das mache ich aber morgen, die Aufnahme. Ihr seht es vielleicht an mir. Es ist dunkel draußen, es ist schon abends. Dementsprechend mache ich das jetzt nicht mehr. Ich kann es auch gar nicht, weil es ist Donnerstagabend. Ja, nicht optimal, aber wir sehen uns einfach gleich mal. Ich zeige euch das Team, bevor wir ins Match gehen. So, bis gleich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also ich glaube, dass ich mit dem Team zerrissen werde in der Weekend League, ist jedem bewusst und alter Schwede. Ja gut, was soll ich? Es ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können, muss man auch ehrlich sagen, aber was soll ich denn gegen das Team machen? Ich habe jetzt irgendeinen, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, Chinten habe ich im Tor, ist ein Belgier und ich habe irgendeinen, ja, irischen Innenverteidiger, Bronze-Innenverteidiger selten. Ich habe keine Ahnung, wie der Kollege heißt. Ich bin sehr, sehr pessimistisch. Wir schauen gleich mal nach, wie der Kollege heißt. Da steht er nämlich. Hier ist er. Ist das... Haben wir jetzt mal langsam den Namen eingeblendet. Er heißt... Delaney. Ja, nicht Thomas Delaney, sondern anderer Delaney. Und im Tor, wie gesagt, Chinden. Also, sehr, sehr schwierig. Ich habe euch das Team gar nicht mehr gezeigt. Fällt mir gerade auf. Aber das macht nichts. Denn wir gehen jetzt hier rein und wir holen uns jetzt irgendwie den Sieg. Ich glaube allerdings, wird das eher ein bisschen Comedy-Programm hier für euch. Weil, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich hier irgendwie gewinnen kann. Aber das sieht doch gleich ganz gut aus. Ja, Kevin Volland. Erstes Tor, erster Angriff. So schnell kann es gehen. Und dann sind wir trotzdem plötzlich vorne. Jetzt eigentlich mauern, ne? Eigentlich hinten rumspielen, defensiv stehen. Nein, so mache ich nicht, aber... Wäre jetzt besser. Aber Gott sei Dank spiele ich eh nicht auf Elite. Das würde ich eh nicht schaffen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Kevin Volland 2:0. Das wäre die kürzeste Folge der 7 Minutes. Ich würde auch das so. Ich würde es so stehen lassen. Wenn der jetzt rausgeht, lasse ich das so stehen. Es tut mir leid, aber das. Ich gehe nicht nochmal mit diesem Team in die Weekend League. Auf gar keinen Fall. In kein weiteres Spiel. Kevin Volland, unser gezogener Spieler, macht den komplett nass. Und er ist tatsächlich draußen. Er ist tatsächlich draußen. Ja, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das war's von dieser Episode. Volland 10 von 10, weil Valverde 10 von 10. Und ich würde mal sagen, Schinden bewerten wir auch noch 10 von 10. Einfach, weil der auch kein Gegentor kassiert hat. Was war das denn bitte? Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt, dass ich nicht in ein weiteres Spiel gehe. Es war wirklich Foot Champions. Haben wir das hier irgendwie nochmal irgendwie im Blick? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn wir hier reingehen... Ja, es war Foot Champions. Ich habe in Foot Champions mit dem Team gewonnen. Mit einem Bronze-IV und einem Bronze-Innenverteidiger. Ich kann jetzt nicht noch ein zweites Spiel machen und komplett untergehen. Aber wie gesagt, ihr verzeiht mir das hoffentlich. Team war nicht so nice. Nächstes Mal bauen wir das wieder besser. Hoffentlich mit einer anderen Formation, die ich auch drauf habe. Aber ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch in der nächsten Folge wünscht, beziehungsweise welchen Spieler ich mal testen soll. Und dann bin ich für heute raus. Bis dahin, macht's gut, haut rein, schönen Sonntag noch. Und ciao.